Ich bin zu GC im Jahr 2006 gekommen, im Winter. Ich habe da ein Probetraining absolviert. Da waren noch 50 andere kleine Buben dabei. Und von diesen 50 bin ich der Einzige, der es bestanden hat. Dort ist noch, also der Herr Moos hat mich dort entdeckt. Und so bin ich eigentlich seit 2006 und habe alle Stufen von U8 bis in die erste Mannschaft gemacht. Ich bin mit 9 in ein Probetraining eingeladen worden von Johannes Moos. Und dort kann ich mich genau noch erinnern, habe ich alle Kleider von GC bekommen. Und auf dem kleinen Platz da bei uns war mein erstes Training mit der U8 und U9. Und ja, es war ein tolles Gefühl, weil ich vom IF Juventus gekommen bin. Und nachher zu GC kam etwas Grosses für mich, weil es ein grosser Verein in der Schweiz, in Zürich. Und es war ein schönes Erlebnis. Ich bin seit 2006 bei GC und es ist immer gut für mich gelaufen. Sie haben mir die besten Möglichkeiten gegeben, um da zu trainieren, um da zu spielen, um mich weiterzuentwickeln. Ja, eigentlich alles, was ich bis jetzt habe und durchgelebt habe mit GC, kann ich ihnen, glaube ich, verdanken. Fußballer ist sehr viel. Ich habe viel erlebt mit GC, bin in vielen Ländern gewesen, viele Turniere mitgespielt. Nationalmannschaft konnte ich auch durch GC kennenlernen. Und somit habe ich viel GC zu verdanken. Jetzt am 25. November ist Abstimmung und es gibt kleine Jungs, die davon träumen, mal in einem Stadion zu spielen, hier in Zürich. Und es ist sehr wichtig, auch für die Stadt selber. Es sind zwei Vereine da. Ja, ich meine, für jeden Fan, der da draußen hockt und Fußball schauen will, ist es ein schönes Erlebnis, mal in einem richtigen Fußballstadion zu sitzen und einen Match zu schauen. Und ich würde einfach, für den Spieler selber wäre es auch natürlich etwas Schönes, das zu erleben, wegen der Stimmung. Fans, für den Club wäre es etwas Gutes. Und somit kann man das nur anstreben, dass es vorwärts geht.